Wir müssen begreifen, dass keine Waffe der Welt und kein Arsenal der Welt so mächtig ist wie der Wille und die Rechtschaffenheit freier Männer und Frauen. Dies ist eine Waffe, die unsere Feinde in der heutigen Welt nicht haben. Dies sollte allen klar sein, die Terror verbreiten und ihre Nachbarn zu Opfern machen. Einige US-Geheimdienstanalytiker glauben, dass sich die Vereinigten Staaten bereits mit der Sowjetunion im Krieg befinden. Leben russische Spione unter uns? 52 US-Bürger wurden in der amerikanischen Botschaft in Teheran als Geiseln genommen. Laut einer anonymen Quelle im Weißen Haus befinden wir uns an der Schwelle eines Desasters im Kalten Krieg. Mr. President, wir haben in Verbindung mit der Geiselnahme zwei Namen. Arash Kadivar und Kasim Javani. Es ist Ihre Entscheidung. Es ist Zeit, klarzustellen. Es wird keine weiteren Geiselnahmen geben. Bist du sicher, wir können der Polizei vertrauen, Edla? Der Kerl hat schon mehr für weniger getan. Er wird wegsehen. Edla? Schön, dass du da bist, Hans. Kennst du noch Mason? Sind wir frei, uns das Ziel zu schnappen? Kasim ist in seiner Wohnung, wird aber schwer bewacht. Ich ziehe meine Männer für höchstens 15 Minuten ab. Ich hoffe, ihr habt Verstärkung. Wir sind genug. Immer wieder ein Vergnügen mit dir, Hans. Okay. Woods kribbelt in den Fingern. Gönn ihm das Vergnügen. Die Uhr läuft, Woods. Lassen wir Kasim nicht warten. Hey, Mason! Die Geschenke sind im Kofferraum. Der Pisser glaubt wohl, er wäre sicher. Das Stück Scheiße mag ja viel sein. Aber nicht in Sicherheit. Brauchen wir dieses Arschloch wirklich lebendig, Edla? Kasim hat wichtige Infos. Alle anderen können eine Kugel kriegen. Wohnung direkt voraus. Hans gibt uns 15 Minuten. Wir müssen Kasim hart und schnell treffen. Los geht's. Helfen wir ihnen, das neue Jahr einzuleiten. Feuer frei, Mason. Come on!
gibt kein Entkommen, Kasim. Einigen wir uns... Du darfst, Mason. Hey, halt, halt, halt! Ah! Halt, halt, halt! Nicht! Ich mach nur das Geld! Keine Ahnung, wo Arash ist! Ich glaube, du verkennst den Ernst der Lage! Ihr Amerikaner habt Regeln! Ihr habt Regeln! Du hast Geiseln genommen. Das ändert die Regeln. Es ist der Kai. Er trifft jemand beim Traps und Flugplatz. Morgen Nacht. Ich weiß es nicht. Wir kommunizieren nur mit kodierten Nachrichten. Das ist nicht... Gut, verladen wir ihn. Er wird noch früh genug reden. Sag Bescheid, wenn er dabei ein wenig Hilfe braucht. Hudson. Wir haben ein Geschenk. Er ist in Trabzon, Türkei. Kasim ist Geschichte. Wie lange, bis wir Arash haben? Das Team ist vor ein paar Stunden in der Türkei angekommen. Sie sollten in Kürze in Position sein. Flugplatz direkt voraus. Dann suchen wir den Scheißkerl. Wir müssen Arash identifizieren, bevor was passiert. Fuck!
freilassen sollen, als du das wartest! Geisel! Es ging hier niemals um die Geisel. Sein Plan mit seinem Lauf. Ihr könnt ihr dieses Mal nicht aufhalten. Wen aufhalten? Perseus. Bullshit. Perseus ist tot. Tot? Diese ganze Zeit und ihr wusstet nicht. Perseus wird zuschauen wie der Westen. Hudson wird das wissen wollen. Sucht nach Überlebenden und dann ab nach Langley. Wer zum Teufel ist Perseus? ...1943. Ein russischer Spion namens Perseus stiehlt detaillierte Informationen über das Manhattan Project aus Los Alamos. 1968, der Vietnamkrieg. Angestiftet von Perseus starten Vietcong-Soldaten einen Versuch, eine amerikanische Atombombe aus einem US-Stützpunkt zu stehlen. Vor 5 Tagen haben wir auf einer Mission erfahren, dass Perseus wieder aufgetaucht ist und einen Angriff auf den Westen plant. Perseus. Die CIA-Analytiker halten ihn für die bisher größte Bedrohung der freien Welt. Mr. Hudson, wir alle wissen von Perseus. Wir wissen auch, dass er mehr Mythos als Fakt ist. Also ich halte ihn für nicht mehr als ein russisches Schreckgespenst. General Haig, darf ich Ihnen den Mann vorstellen, der darauf am besten antworten kann? CIA Clandestine Special Officer Russell Adler. Er ist einer der wenigen, die es nur annähernd geschafft haben, Perseus zu schnappen. Mr. Adler, warum sollten wir diesen Perseus ernst nehmen? Müssen Sie nicht, Sir. Ja, aber dann werden viele Unschuldige sterben. Warum sagen Sie das? Sir, jedes Mal, wenn Perseus im Spiel war, wurde der Kalte Krieg auf den Kopf gestellt. Wenn er nach 13 Jahren Funkstille aktiv ist, passiert etwas Großes. Etwas, das die freie Welt verändern wird. Sir? Mr. President? Sir? Mr. President? Mr. President, das sind Jason Hudson und Russell Adler. Ich kenne die Namen. Wer glauben Sie, hat Ihre letzte Mission genehmigt? Ist die Gefahr real? Ja, Sir, das nehmen wir stark an. Können Sie Perseus stoppen? Können wir, Sir. Ich habe bereits alles Nötige für mein Team beantragt. Sir, diese Anträge sind höchst irregulär. Wahrscheinlich illegal, wenn die Presse davon... Was zur Hölle reden Sie da? Wissen Sie, wer wir sind? Jede Mission von uns ist illegal. Sergeant Woods, glaubhafte Abstreitbarkeit ist das Rückgrat unseres Wirkens. Wir reden über das Verhindern eines Angriffs auf die freien Menschen der Welt. Geben Sie Mr. Adler, was immer er will. Gentlemen, Sie haben eine wichtige Aufgabe. Beschützen Sie unsere Art zu leben. Es gibt keine größere Pflicht, keine größere Ehre. Auch wenn nur wenige von ihren Mühen erfahren werden. Seien Sie sicher, die ganze freie Welt profitiert davon. Ich weiß, Sie enttäuschen uns nicht. Hier spricht Hudson. Wie lange, bis wir eine Spur zu Perseus haben? Es geht bald los. Adler ist in West-Berlin. Er sollte bald am Unterschlupf sein. Vertrauen Sie ihm? Da fragen Sie wohl den Falschen, Black. Was ist mit seinem Team? Eine starke Gruppe. Er hat Sims und Azulay aufgestöbert und einiges getan, um Helen Park vom MI6 zu bekommen. Bald haben wir auch Mason und Woods. Wegen Park bin ich mir nicht so sicher. Sie und Adler kennen sich von früher. Natürlich will er sie dabei haben. Und unser Neuzugang? Bell? Erinnern Sie mich nicht daran. Das ist jemand, den wir im Auge behalten müssen.
Willkommen in West-Berlin. Wir haben eine Mission. Park. Adler. Bell. Fangen wir an. In den letzten 48 Stunden gab es vermehrt russischen Funkverkehr. Die CIA und das Verteidigungsministerium löchern ihre Quellen nach etwas Wertvollem. Bisher nichts über Perseus. Der MI6 hat auch noch nichts gefunden. Irgendwo müssen wir anfangen. Also kehren wir hierher zurück. Vietnam, 1968. Unser bisher intensivster Kontakt mit Perseus. Scheiße. Ein Teil von mir hat gewusst, dass uns die Mission nicht in Ruhe lässt. Pack alles aus, was wir über den Angriff in Da Nang haben, und zeig es Park. Sie vergleicht es mit MI6-Daten. Wir suchen Codenamen, Übertragungen, Verbindungen zwischen Russland und der NVA. Alles, was eine Spur sein könnte. Alles klar. Bell, hier kommst du ins Spiel. Es war ein Risiko, dich als Ex-KGB an Bord zu holen, aber wir mussten wie sie denken. Wir brauchen wieder diese Methoden. Geh zur Beweistafel. Wir verfolgen unsere Schritte durch Da Nang zurück. Alles, was eine Spur zu Perseus sein könnte. Das reicht. Bell, du siehst etwas blass aus. Bist du bereit? Gut, du bist in der Liste meiner Lieblinge aufgestiegen. Vorbei an Lazar. Glückwunsch! Dort platzieren wir wichtige Infos. Eine pro Mission. Bilden Verbindung. Ich will eine rote Linie zu Perseus. Es wäre gut für Park, das direkt von uns zu hören. Vielleicht haben wir was übersehen. Du kennst sie erst seit gestern, oder? Ich weiß nicht. Frag einfach sie. Ihr habt vielleicht eine besondere Bindung. Bleib aber professionell. Der Unterschlupf? Ich war schon mal eine Weile hier. Vor Jahren. Dieses Mal nur ein paar Tage. Frag Lazar, er kriegt gar nicht genug von Unterschlüpfen. Hatten ein paar gemeinsame Jobs. Guter Kerl, wirst ihn mögen. Er nimmt's recht locker. Lass dich wieder blicken. Ich muss ein paar dieser alten Negative entwickeln. Du kannst loslegen, wenn du bereit bist. Die Dunkelkammer ist soweit funktional. Ich habe mit der CIA seit über 10 Jahren zu tun. Aber für sie arbeiten tue ich seit fast 5 Jahren. Ich bin in DC geboren. Meine Eltern zogen nach Israel, als ich klein war. Doppelte Staatsbürgerschaft hat ihre Vorzüge. Ja, nach der Uni bin ich bei den israelischen Streitkräften gelandet. War auch im Einsatz. Danach kam der Mossad. Da arbeitete ich zum ersten Mal mit der CIA. Und gelegentlich mit unserem Boss Adler da drüben. Du weißt wahrscheinlich mehr als ich. Ich schätze, das wollten die hohen Tiere für sich behalten. Das hier ist Luxus. Frischluft und viel Platz. Versuch's mal mit 5 anderen in einem 50 Quadratmeter Drecksloch. Die lange Fahrt nach Berlin ist es wert. Glaub mir. Genug geredet. Sims, Sansak. Scheiße, ja. Sekunde. Wie sieht's aus, Bell? In diesem Fall sehr. Du sollst hilfreiche Informationen aus erster Hand haben. Es muss schwierig sein, Bell. Ich erahne wohl kaum, was du durchgemacht hast. Darüber zu reden wäre vielleicht therapeutisch. Du und ich. Das wäre gut möglich. Ich arbeite schon lange mit anderen Geheimdiensten zusammen. Vielleicht sind wir uns mal über den Weg gelaufen. Nun, bin gespannt, von deiner Zeit in Indochina zu hören. So nah an Perseus.
Nicht so viel, wie ich gerne wüsste. Ich habe Erfahrung mit anderen wie Perseus. Alles Schachspieler. Ich sage gern den nächsten Zug vorher. Wir reden mal wieder. Tu so, als wär's. Ist ja noch gut, der Typ in Wien. Du weißt schon. Sieh dir Danang auf der Tafel an. Also gut, Bell. Gehen wir zurück nach Vietnam, als Perseus erstmalig auf unserem Radar erschien. Es war Ende Januar 68. Wir waren ein gemeinschaftlicher CIA-SOC-Einsatztrupp, eingebettet in das 3. Marineregiment bei Da Nang. Die SOC war dort, um sowjetische Aktivitäten auszuspionieren. Es hieß, russische Agenten seien in der Region aktiv. Perseus war in Vietnam nicht in Erscheinung getreten. Das änderte sich in Da Nang. Irgendwie hatte Perseus von der Operation Fracture Jaw erfahren. Fracture Jaw? Die ging ordentlich in die Hose. Startpunkt war Camp Haskins. Ja, das Drecksloch werde ich nie vergessen. Gut, diese Erinnerungen brauchen wir. Kein Detail ist zu winzig. Ein Gesicht, ein Name. Wir suchen nach allem, was uns zu Perseus führen kann. Wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In einem Feld voller Heuhaufen. Vielleicht, aber die Nadel ist irgendwo. Denk dran, wir hatten eine Mission. Fracture Jaw. Die ging ordentlich in die Hose. Bell! Zeit zum Aufstehen. Es geht los. Willkommen zu einem weiteren Tag in Camp Haskins. Unsere kleine Oase in diesem gottverlassenen Scheiß. Du bist hier ziemlich sicher. Hey, Butcher! Was macht der Arm? Tut immer noch sau weh, aber immerhin kann ich ihn bewegen. Sims, diesen Mist zu lesen macht blind. Wusstest du das? Ja. Deshalb soll alles hier oben rein. Bell, du fliegst mit Sims. Ihr habt meistens guten Einfluss aufeinander. Wir haben einen neuen Auftrag. Basis Ripcord 4 hat einen wertvollen Gegenstand, den Charlie unbedingt haben will. Was denn für ein Gegenstand? Einen, der dich nichts angeht. Ripcord musste verdammt viel einstecken. Also müssen wir die Fracht jetzt sichern und da rausbringen. Ganz ruhig. Wir haben ein paar verdammt schnelle Vögel, die Luftunterstützung bieten. Das wird ein Kinderspiel. Headsets auf. Alle Vögel melden, wenn bereit. Badger 9-1 ist abflugbereit. Badger 9-2 ist bereit. Badger 9-3, Rotoren laufen. Alle Vögel, los, los, los! Gas geben und hochziehen! Alle Vögel sind in der Luft. Sitzen auch alle bequem? Oh Mann, Adler! Warum habe ich diese Ahnung, dass du schlechte Nachrichten hast? Weil du ein schlauer Junge bist, Sims. Sind aber nicht schlecht, könnten sogar sehr, sehr gut sein. Die Fracht bei Ripcord muss noch ein bisschen warten.
Wir spalten uns von der Armada ab. Ein kleiner Umweg. Und das ist gut, weil... Ein Informant berichtet von einer großen Nummer in der Stadt. Einem Sowjetagenten namens Perseus. Oh, scheiße. Ich schätze deinen Enthusiasmus, Sims. Wenn unsere Quelle stimmt, ist das eine Goldmine an Geheimdaten. Als Perseus erstmalig auf unserem Radar erschien. Nähern uns jetzt dem Dorf. Roger, richten eine Landezone ein. Raketenwerfer! Schock 2, einheizen! Da, im Glockenturm! Scheiße, ja! Konzentrier das Feuer auf den Hof! Du bist dran, Bear. Öffne die Tür. Adler, wir bestätigen. Sowjets vor Ort. Sicher? Tja, ich habe zwei Leichen vor mir, die eindeutig keine Vietnamesen sind. Bear, schnapp dir die Daten. Sehen wir mal, mit wem sie gequatscht haben. Mission erfolgreich. Wir haben die Daten. Hauen wir an. Sehr gut. Verliert die Daten nicht. Wir kommen euch jetzt einsammeln.
Alles klar, zurück zur Armada und holt die verdammte Fracht! Badger 9-1, hier Ripcord. Stehen unter schwerem Beschuss. Vietcong brechen durch. Wie ist der Status? Wir kommen, Ripcord. Mach die Fracht frei für Transfer. Roger 9-1, wir halten die Fracht so lange wie möglich sicher. Ripcord Ende. Badger 9-1 ist in der Luft. In den Bergen sind überall Vietcong. Keine Zivilisten hier. Alle Ziele sind bestätigt. Sock? Ja, ja. Geht das auch irgendwie schneller? Ja, Sir. Vielen Dank. Danken Sie nicht mir. Danken Sie Bell. Er hat uns ein scheiß Telefonbuch voller russischer Daten geschafft. Gehen wir. Jetzt. Viel Erfolg, Commander. Eine Bombe? Soll das ein Witz sein, Edler? Eine Absicherung. Mehr musst du nicht wissen. Sind wir schon so verzweifelt? Noch nicht. Thank you.
Perseus wusste es. Sims! Bell! Status! Uns geht's gut! Bell, bring das Geschütz zum Laufen, bevor wir überrannt werden! Diese Wichser! Luftunterstützung! Bell, ruf die Vögel! Schnapp dir eine Waffe! Halte sie uns vom Hals! Noch da? Ob das wohl als Erfolg durchgeht, Sims? Wenigstens ging die Bombe nicht hoch. Viel wichtiger. Wir haben Infos über Perseus. Wir haben eine Mission. Es ist nicht vorbei. Noch lange nicht. Ja? Wie lief's bei der Gedächtnisprobe? Naja, Adler sagt, es funktioniert. Bell hat sich daran erinnert, die verschlüsselten Daten in Vietnam gefunden zu haben und hat sie fast dekodiert. Irgendwas Nützliches dabei? Anscheinend ein paar Namen. Mögliche Spuren. Park versucht, die Punkte zu verbinden. Wir haben nicht viel Zeit. Weiß das Team schon von unserem Missgeschick in Berlin? Nein, aber wenn das mit einem der Namen von Bell in Verbindung steht, finden Sie es bald heraus. Das werden Sie nicht zulassen, Hudson. Sagen Sie nicht mehr als notwendig. Damit hatte ich noch nie ein Problem. Wir sind mit der Analyse der Namen aus Da Nang fertig. Einer sticht im Besonderen hervor. Anton Volkov. Ein russischer Waffenhändler mit Sitz in Ost-Berlin. Seine Verbindung zu Perseus hat uns ziemlich überrascht. Wir haben Befehl, Volkov gefangen zu nehmen oder zu töten. Wenn wir nicht an Perseus rankommen, dann eben an seine Leute. Wir schneiden ihm die Ressourcen ab. Locken ihn aus seinem Versteck. Mason und Woods erledigen noch Angelegenheiten in Kiew. Also gehört Volkov uns. Bereit machen. Wir rücken aus. Der MI6 ist Volkov schon seit einigen Jahren auf der Spur. Es wäre mir eindeutig lieber, ihn gefangen zu nehmen, statt ihn zu töten. Er kann uns eine Menge Fragen beantworten. Deine Präferenz wurde zur Kenntnis genommen, Park.